Das ist tatsächlich der weltweit einzige Weinmarathon, der Médoc-Marathon. Okay, los geht's! Die Aufgabe war 4 Stunden Zeit, 21 Kilometer und an jedem Weinstand auf der Strecke muss Wein verkostet werden. Ich weiß aber gut. Das ist die falscheste Aufgabe für den falschesten Mann. Ah, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Also wenn wir beim 12. Stand angekommen sind, haben wir den Punkt und haben die Aufgabe geschafft. Also wir haben 2 Kilometer Strecke geschafft. Die Zeit war auf unserer Seite. Wir haben den ersten Wein probiert und auch bewertet. Klar, am Wie kann man jetzt noch schrauben, aber wir hatten ja auch noch 11 Stände, uns da zu verbessern. Okay, weiter geht's. Die Stimmung war gut. Wir sind irgendwie leichtfüßig gewesen, vielleicht auch von dem ersten Schluck Wein. Und hatten einfach gute Laune. Es hat Spaß gemacht. Die Bedingungen waren schön. Ja, wir hatten dann 4 Kilometer etwa hinter uns. Und das wäre eigentlich auch so eine Strecke, die ich so am Wochenende jogge. Aber danach bin ich schon auch irgendwie kaputt. Und dann ist auch gut. Diese Kombination aus Kultur und Sport ist echt heavy. Ich wünsche mir mehr Kultur. Und uns lief dann schon der Schweiß runter, ne? Also es war einfach sehr, sehr heiß, die warmen Anzüge dazu. Und ja, dann kamen wir zu Stand 2 und hatten dann leider Gottes auch richtig Durst. Merci. Hab komplett unterschätzt, wie anstrengend das Laufen ist. Merci. Ich bin fix und fertig, Leute. Ey. Wir trinken das jetzt einfach mal, weil es ist Flüssigkeit. Das wird rausgeschnitten und dann trinkt Katar hier das eine Glas und verkostet das und beurteilt das, wie wir das für die Aufgabe brauchen. Okay. Ich habe einfach Durst. Fuck it, ey. In dem Moment erschien es aber als die richtige Überlegung zu sagen, Wein besteht ja auch zu gewissen Teilen auch aus Wasser. Komm, wir machen noch einmal voll. Also ist so eine, also Wasser und Trauben. Ich mag den pragmatischen Ansatz. Ja, wir müssen es bis Kilometer 21 schaffen. Ja, wir sind halt Ausnahmesportler. Das muss natürlich aber auch wieder bewertet werden, weil er Teil der Aufgabe. Und da durfte dann unsere Kollegin Katar haben. Er schmeckt trocken, nach Staub und er schmeckt mir überhaupt nicht. Echt, der schmeckt dir überhaupt nicht? Nee. Ich nee, aber weißt du was? Ey, Max, ich bin am Ende, ich hätte gerne Wasser und dann Rotwein ist halt hart. Und es ist trocken, as fuck. Aber wenn man das ausblendet, dann kommt der schon geschmeidig. Ey. Ja, da sieht man wieder so, wie unterschiedlich so Geschmäcker sein können. Ne? Und wir im Rest des Teams haben es nicht so wie Katar gesehen, sondern auch eher wie Stefan. Wir fanden ihn dann doch auch recht geschmeidig. Es gab schon auch zwischendurch Wasser, ne? Wird einem auch hier und da mal angeboten. Aber denen geht es eben vor allen Dingen darum, dass man diese Weine dort probiert. Und dass es ein Austausch ist von Sport und Kultur. Das ist deren Fokus, das ist die Idee von dem Marathon. Und deswegen kriegst du da nicht ein isotonisches Getränk und eine Schnitte, sondern du kriegst ein Stück Käse und ein Glas Wein. Ja, und dann durfte wieder verkostet werden, Stand 3. Und ich muss sagen, so nach diesen hingeschissenen Bewertungen von Katar und Max wollte ich jetzt auch mal so ein bisschen Kultur mit reinbringen und so ein bisschen auch zeigen, was ich über Wein weiß. Also das ist hier ganz interessant, weil das ein Rotwein ist, der ist 70% Cabernet Sauvignon und 30% Merlot. Und das machen die hier viel in Bordeaux, dass die praktisch ein Cuvée machen. Die nehmen 2 verschiedene Rebsorten, mischen die zu unterschiedlichen Verhältnissen zu einem Wein zusammen und genau, das ist so das Ding hier. Man kann dir nicht unterstellen, dass sie die Aufgabe nicht ernst nehmen. Das ist ein ganz feiner Beitrag. Da geht es um Wein, da geht es um Weinbewertung. Das könnte so 1:1 auf Arte laufen. Was man aber dann gemerkt hat in der Folge ist, dass so die Fähigkeiten zur Koordination, die waren schon jetzt so ein Stück weit auch beeinträchtigt. Weil ist der so? Entschuldigung. Boah, das ist richtig eine reingehauen. Die Frage war eben dann auch, können wir dieses Tempo in der Höhe, weil wir sind ja wirklich alle so schnell wie konnten losgejoggt und können wir das halten über die Distanz und vor allen Dingen unter dem Einfluss von der einen oder anderen Probierstation. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich diese Strecke schaffe. Für mich ist an diesem Punkt mit Joggen vorbei. Ich kann einfach nicht mehr joggen. Und da kam uns jetzt sehr zugute, dass unser Kollege Max in der Vergangenheit mal Geher war. Kannst du das mal vormachen, dass wir... Ja, schön. So gehen wir Geher. Geher. Wir machen jetzt gehen. Wir machen gehen. Das ist körperlich null anstrengend. Dann sind wir erstmal so ein Weilchen nach olympischen Vorgaben gegangen. Muss man das so sexy machen oder kann man auch einfach gehen? Das körperlich muss aus der Hüfte so. Ist eher was Technisches.
Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir tatsächlich 6 Kilometer geschafft, also ein Drittel der Gesamtdistanz von den 21. Bonjour, Monsieur, comment ça va? Er hat gesagt, dass ich einen geilen Arsch habe. Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Vielen Dank. Und waren wirklich noch guter Dinge und auch fernab davon, entmutigt zu sein. Aktuell ehren wir die Aufgabe. Wir sind kurz hinter der Zeit. Ja, aber ganz kurz, aber das holen wir noch auf zum Schluss. Wir machen einen Endspurt. Das ist doch der Punkt. Benny hatte dann eine geniale Idee. Er hat im Grunde einen Plan entwickelt, dass wir mehr Zeit an den Ständen haben und dann einfach ganz zum Schluss alles nochmal rauspowern und das Feld von hinten aufrollen. Einzige Problem war, es kam halt der nächste Weinverköstigungsstand. Oh. So stellt man sich das doch vor. Reinjoggen, damit es nicht so erwärmlich ist. Chateau. Bonjour, bonjour. Da muss man sich vorstellen, ein wunderschönes Schloss mit wieder ganz vielen Weinständen. Und das Schloss hat als Örtlichkeit auch mal noch mal richtig dazu beigetragen, dass man Lust hatte, hier zu verkosten. Wir haben hier einen Rotwein, Vino Rouge, Lavant Rouge vom Chateau La Rose de S'il vous plaît. Tschüss. Nein, er verkostet. Oh, sorry. Dieser Effekt Sport und Alkohol, der hat dann dazu geführt, dass wir einerseits super gut drauf waren. Aua! Hey, Achtung! Auf der anderen Seite aber auch schon wirklich körperlich angeschlagen. Hat man es gesehen? GoPro 5! Du musst diese Jacke aufmachen. Mach doch jetzt auf damit! Das ist voll gefährlich! Und auf einmal spielte ein Riesenorchester Musik und es hat uns wirklich wie Fliegen ins Licht magisch angezogen. Ja, wir haben wirklich getanzt, als würde es keinen Morgen geben. Die guten Läufer waren zu dem Zeitpunkt bei Stand 10. Wo waren deine Leute? Bei 4. Sind die in irgendeiner Form gelaufen? Offensichtlich nicht. Und dann gab es noch Weine in Fässern. Oh, im Fass, guck mal. Ja, die füllt es jetzt ab, aber das bedeutet gar nichts. Ich komme halt direkt aus dem Fass. Oh, yeah. Und da habe ich im Nachhinein erfahren, also, dass diese Fässer, die sind nur und ausschließlich für den Verkauf gedacht. Aber das war uns in dem Moment nicht bekannt. Wir haben die Chance gesehen, dass man hier noch mal Wein auf eine andere Art und Weise als aus dem Glas verkosten kann. Glas! Wir sind dann wirklich in einer besten Laune weitergejoggt. Das hat uns richtig noch mal so die zweite Luft gegeben. Boah, das ist so geil, ey! Yes! Sport und Kultur! Sport und Kultur! Und auf! Und diesen Schwung haben wir mitgenommen natürlich zum nächsten Stand. Einfach wieder dasselbe Programm. Verkosten, bewerten und weiter geht's. Ne? Also das Bewerten der Weine ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Sehr guter Wein, sehr guter Wein. Aber der Medoc-Marathon, der besteht ja aus 4 Komponenten. Sport, Aussehen, Wein und Party. Und ich finde, gerade bei den letzten 3, denen sind wir mehr als gerecht geworden. Ja, und dann haben wir einfach so zwischendurch was erfunden, wovon die Nachwelt, glaube ich, noch Jahrzehnte sprechen wird. Kannst du mich kurz stützen? Die Weinstütze. Die Stütze! Man muss ja immer so machen, um ein Weinglas gut auszutrinken. Und das Ganze kann man sich viel, viel leichter gestalten, wenn einfach ein Mensch dahinter einen stützt. Also wir waren heiß. Das führt dann natürlich auch dazu, dass man auf dümmere Ideen kommt. Ich bräuchte ein bisschen Wasser, weil hier... Nee, warte, warte, halt mal meinen Wein, halt mal meinen Wein. Irgendwann war halt einerseits eine Gier auf Wein, aber auch eine Gier auf einfach mal ein Stück Wasser. Stefan Down! Perfekt. Nur um klarzukommen. Nur um klarzukommen. Perfekt. In dieser Gier hat der Stefan kein Wasser getrunken, sondern Spülwasser. Guck mal, das war das Spülwasser. Ja, spülen Sie die Gläser. Wir anderen haben uns dann doch gegen den Vorschlag von Stefan, zukünftig einfach nur Spülwasser zu trinken, entschieden. Na, Jakob ist im Becken. Es gibt ein Pool. Jakob ist im Becken. Wir haben ein Pool. Es gab da an diesem wunderbaren Schloss einen Pool. Ey, ich habe mich verlaufen.
quasi verlaufen. Hier ist gar nicht die Strecke. Was ich uns aber wirklich hoch anrechne in dem ganzen Chaos, ist, dass wir die Aufgabe ernst genommen haben. Cutter hatte nach dem Flop beim ersten Verkosten jetzt ein komplett neues Konzept, was, glaube ich, auch Schule machen könnte. Cutter, wie schmeckt der Wein? Schmeckt er so. Oh, die Biene so. Und Weißwein schmeckt er nämlich so. Und der Rotwein schmeckt er so. Ja, vor Ort hat es irgendwie alles Sinn ergeben. Und das war das Schöne an diesem Event. Man wird dann von so einer Euphorie getragen. Man ist auf so einer einzigen Welle des Glücks. Ihr seid cool, oder? Hey! Weiter geht's. Wir hatten dann 6, 7 Stände geschafft. Das entspricht ja fast 15 Kilometern. Da war ich wirklich ein bisschen stolz auf unser Team. Wir waren, wenn man so will, auf der Siegerstraße. Okay, wir sind ja bei Duell in die Welt. Welcome to Jackass. Das ist die Weinstütze. Aber um das noch mal so ganz deutlich zu machen, wenn man immer Rotwein trinkt, dann, das macht sich körperlich bemerkbar. Du kriegst Kopfweh, du wirst langsam irre. Und dieses langsam irre, das hat man eben auch Teilen des Teams angemerkt. Also Max und Stefan, die waren da schon in anderen Sphären. Denen ging es auf einmal nicht mehr ganz so gut. Die waren dann irgendwann überverkostet. Also die haben zu sehr bewertet und zu sehr reingekostet. Und damit das noch mal klar wird, das Dumme war ja, wir sind ja als Gruppe nur so stark wie unser schwächstes Glied. Denn wir mussten ja alle als Gruppe ins Ziel kommen. Der Wein schmeckt sehr gut nach einem guten Wein. Er ist voller Geschmacks. Voller Geschmack. Es schmeckt wirklich wie damals, als ich in die Grundschule gegangen bin und mich das erste Mal hingesetzt habe auf den Sitz dort, den Stuhl in der Grundschule. Ich weiß auch nicht, was soll ich machen. Also ich verstehe nach wie vor die Idee, die dem Ganzen macht. Eine Marathonstrecke und läuft entlang wirklich der schönsten Weingebiete der Gegend. Aber die Kombination Alkohol und körperliche Ertüchtigung, die ist einfach keine glückliche. Also ich muss sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich überhaupt gar nicht weiß, was mehr hier los ist. Was? Ich weiß nicht mehr, was hier los ist. Die Stimmung war nicht mehr ganz so optimistisch. Und da will ich mich auch nicht ausnehmen. Wie weit ist es noch? Wie viel Zeit ist noch? Ich kann nicht mehr. Es sind noch 5 Kilometer. Ich habe Kopfweh. Das Einzige, was uns so ein bisschen, soll man sagen, Hoffnung gemacht hat, war, dass wir alle im selben Boot saßen. Also auch die Teilnehmer, die mit uns nichts zu tun haben, die waren genauso lattenstramm wie wir. I'm very fine. Everything is alright. Enculé BFM! After? Extrême-droite BFM! Tu sais tous les Anglais, on est là! So ist es. Also wir waren zu dem Zeitpunkt wirklich körperlich angeschlagen. Es war einem übel und schlecht. Man konnte eigentlich keinen Wein mehr sehen, hatte aber doch auch irgendwie Lust aufs nächste Glas. Und hat wirklich Cutter aus dem Nichts eine William Wallace-artige Motivationsrede gehalten. Wir schaffen es noch. Jetzt halt auf. Komm, einen schaffen wir noch. Warte. Was denn einen? Also es sind nur noch 5 Kilometer, let's go. Das heißt, wir joggen jetzt noch mal los. Ja, na klar. Also ich würde noch mal los. Also ich würde noch mal los joggen. Ey, wir trommeln jetzt noch mal das Team zusammen und wir joggen jetzt noch mal die letzten Meter. Benny hat was vom Schlusssport gesagt, wir holen jetzt, kommt. Wir holen die Gefährten zusammen. Irgendwie hat Cutter schon einen Nerv getroffen. Er hat die richtigen Worte im richtigen Moment gewählt. Was ist hier los? Wir haben was beschlossen, Benny. Was ist los? Jetzt regeneriere dich doch mal. Was ist das Problem jetzt? Wir laufen jetzt weiter. Jedes Jahr schafft es ein Drittel, vom Start ins Ziel zu kommen. Und das trotz dieser herrlichen Weine. Stellt euch mal alle auf. Stellt euch mal alle auf wie die Helden. Und wir mussten ja nur die Hälfte schaffen. Wir trinken das jetzt aus. Und dann machen wir was genau? Was trinken wir aus? Das trinken wir aus, was im Glas war. Und dann setzen wir zum sogenannten Schlussspurt an. Es müsste auch für 5 Leute aus Berlin mit guter Laune einen Länderpunkt vor der Nase machbar sein, das zu schaffen. Los geht's zum Schlussspurt! La Pointe. Sagt ihr alle mal Schlussspurt? Schlussspurt! Und wir haben wirklich dann noch mal angegriffen. Scheiße. So heiß. Also in meiner Erinnerung sind wir dann noch mal richtig losgedüst, ne? Dritter Gang rein, Vollgas. Ja, aber was soll ich Sie zu Hause, was soll ich mich anlügen? Wir sind mit einem Auto mit 200 km/h auf die Wand zugefahren. Jakob, wir müssen dann auch gleich trotzdem weiter. Ich glaube, ich brauche mal einen Weißwein. Aber ich hatte noch ein letztes Ass im Ärmel.
Das ist ein Konzentrationsspiel. Pass auf, wir machen kleine Übungen. Was ich, alle müssen es nachmachen. Und es geht darum, dass man in einer komplexen Abfolge von Bewegungen im Gesicht eine Konzentration herstellt, die es einem dann erlaubt, nochmal voll fokussiert seine Aufgabe zu verfolgen. Bingo, 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 bingo. Bingo, bingo. Was ist jetzt? Ich bin ein Vorbild, ist eine Vorbildsübung. Ich sehe schon Doppel. Bingo, 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 bingo. Bingo, 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 bingo. Das ist das Problem. Bingo, 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 bingo. Hui, 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 hui. Jetzt kommt's. Hui, bingo, hui, bingo, hui, hui, hui. Hui, bingo, hui, bingo, hui, hui, hui. Wenn ihr das noch irgendwie schaffen wollt, müssen wir weiter. Ja, schade. Schade, weil es war gerade. Also ich bin froh, dass mich das motiviert hat. Ja, aber die ganzen Mittel haben nur bedingt geholfen. Da hatten wir einen toten Punkt, wie er nicht toter sein kann. Und dann musst du aber trotzdem weitermachen. Wir waren schon alle Oberkante verkostet. Und selbst ich als Weinfan konnte es nicht mehr sehen, diesen Wein zu trinken. Your shit's fucked up. I said my shit's fucked up. Max hat dann gedacht, dass es vielleicht schneller ins Ziel kommt, wenn er nicht läuft, sondern also er hat dann noch mal was anderes angeboten, nämlich Fallen. Max, oh! Oh! Wir hatten ihn kaum aufgehoben, dann ist er schon wieder umgefallen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Bei Max war das gleich wie so in Stranger Things. Er war so in der Upside-Down-Welt. Also ich glaube, dass er alles verkehrt rum gesehen hat. Er war wirklich komplett neben der Spur. Jakob, wie bewertest du die Situation? Die Situation ist, es läuft nicht gut für uns. Wir haben uns in eine Situation reinmanövriert, die nicht optimal ist. Können wir bitte noch mal versuchen zu laufen? Ich habe dann versucht, irgendwie noch mal die Leute anzutreiben, noch mal so das Letzte rauszuholen, aber es war vergebens. Fuck you, ey. Danke, du denkst wirklich so, fuck you. Es waren wirklich alle komplett wirr. Also, Katha hat nur noch schallend in alle Richtungen gelacht. Ja, leider aber ohne Kamera. Macht ja nichts. Deiner GoPro. Max ist nur noch gestolpert. Max, bitte, das sind 100 Jahre alte, alte Früchte. Max, chill dich. 100 Jahre alte Bäume. Chill dich. Hör auf jetzt damit. Max. Es war einfach nur noch Chaos. Es gab keine Möglichkeit mehr, auch mich als Kapitän da einzugreifen. Lass die Bäume! Ey, Max! Max! Es war am Arsch. Stefan, hör auf, jetzt bleib stehen, Mensch, Idiot! Hey, Stefan! Stefan hatte den Plan, sich abzukühlen und ist dafür dann nicht in einen kühlen See gesprungen, sondern ja, in eine Jauchegrube. Komm jetzt! Komm! Komm! Ja, wir mussten dann einsehen, das wird nichts mehr. Der ein oder andere Probierschluck hat uns am Ende wirklich in die Knie gezwungen. Ich laufe weiter. Hat sich wie Blei auf unsere Füße gelegt und es war rum. Es ist vorbei. Liebe Zuschauer, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich hoffe, man hat so ein bisschen erahnen und erspüren können, dass trotz großer Versuchung wir alles gegeben haben, was uns individuell mit unseren Lebensläufen möglich war. Die haben sich halt so Mühe gegeben. Hm. Und jetzt hier sieht man ja, welche Richtung das geht. Ich verstehe dich. Ich verstehe auch die Enttäuschung. Wir sagen jetzt einen Tschüss aus Bordeaux. Das ist eine schöne Schussszene. Ich muss aber auch jetzt vielleicht zur Verteidigung von denen sagen, ich glaube jetzt nicht, dass wenn wir beide diese Aufgabe hätten meistern müssen, sondern dass wir dann in irgendeiner Form besser abgeschnitten hätten. Ja, nee, das hätten wir nicht. Nee, hätten wir nicht. Ich weiß nicht, ob Tschüss aus Bordeaux. Nee, Stefan, komm alle mal her. Nein, wir schaffen es doch. Komm, das hast du nur noch. Nein. Tschüss aus Bordeaux. Was soll das jetzt? Wir haben die Wette verloren. Jetzt komm, let's go. Tschüss. Komm. Tschüss aus Bordeaux. Tschüss aus Bordeaux. Stinkt voll, schon stinkt voll. Dann geh ein wieder von den Stinkfall. Tschüss aus Bordeaux. Tschüss aus Bordeaux.
Übrigens, andere Videos auf diesem Kanal findet ihr hier. Ja, wenn da. Ihr den abonnieren wollt, müsst ihr da oben klicken. Nee, hier. Da? Da. Da. Genau. Okay, gut. Und da gibt es ganze Folgen, und zwar auf Join. Auf Join. Bock?